geht ab, meine Zuschauers, und willkommen zum ersten Opening auf diesem Kanal. Lord Espeon ist am Start, ihr wisst Bescheid. Ganz kurz noch einige Infos, bevor es losgeht. Ja, ich mache jetzt wieder TCG-Openings, offensichtlich, wer hätte es gedacht. Aber diese TCG-Openings, die sind ein bisschen anders. Und zwar, während ich auf meinem alten Kanal den Wert darauf gelegt habe, möglichst neu und möglichst aktuell zu sein, lege ich hier den Wert auf Produkte und auf Sachen, wo ich gerade richtig Bock drauf habe. Also nicht unbedingt immer das Neueste und nicht immer das Krasseste, sondern einfach Produkte, auf die ich Bock habe. Und dann können wir nämlich ein bisschen zusammen ein bisschen Karten öffnen und können nebenbei ein bisschen quatschen. Und ja, wir switchen mal die Perspektive. So, jetzt seht ihr mich wahrscheinlich oben bei dem Kräfte im Einklang-Logo. Ich hoffe es. Ich werde noch kurz diese Cam etwas verändern. Wir starten nämlich heute mit diesem Produkt. Wir haben eine Finsterball-Tinbox und jetzt werden sich vielleicht einige von euch fragen, wieso machst du denn eine Finsterball-Tinbox drauf? Da sind doch nicht so gute Booster drin. Zum einen stimmt das, die Finsterball-Tins, die haben nicht die allerbesten Booster, das ist richtig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben noch keine Finsterball-Tin geöffnet. Alles Mögliche habe ich schon geöffnet. ETBs bestimmt 10 Stück oder 12. Displays locker 20. Ja, ohne Witz, ich habe mehr Displays geöffnet als ETBs. Und ansonsten Tinboxen. Ich glaube, Tinboxen habe ich am meisten aufgemacht. Ich könnte mal nachzählen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber von diesen Pokéball-Tins, die zumindest optisch deutlich was hermachen, gut, bis auf die kleinen Kratzer hier oben, da, man kann es sehen, aber das bin ich eben selbst gewesen. So, wir haben jetzt lange genug gelabert, wir machen diese Tinbox auf und wichtig ist, die Sachen, worauf es mir ankommt bei meinen neuen Openings, ist wie gesagt nicht krassen Content zu liefern, sondern halt Spaß zu haben und einfach ein paar Packs aufzumachen, so wie Pokémon letztlich eigentlich funktionieren sollte in meinen Augen. So, die Finsterball-Tin, die packen wir hier mal an die Seite. Wir haben 3 Booster, Sonne, Mond, Base, Stunde der Wächter und Nacht in Flammen. Die sind natürlich nicht in dem geilsten Zustand. Wir haben hier noch die Raichu-Coin, die ist ganz cool, die glitzert hier so schön. Mir war, ich will es nochmal wiederholen, weil ich das eben, glaube ich, ein bisschen verkackt habe, das zu sagen. Was mir wichtig ist bei den neuen Openings, ich habe aufgehört, beziehungsweise ich habe eine Pause gemacht mit Sammeln, weil es mir zu teuer wurde, weil ich zu krass auf Erfolg aus war, und dementsprechend mache ich jetzt nur noch einmal die Woche Openings. Das verringert die Frequenz ein bisschen und das hält auch die Kosten ein bisschen gering, und wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, ich mache die Produkte auf die ich Bock habe. Und ich habe halt, wie gesagt, noch nie eine Finsterball-Tin aufgemacht. Und ja, die Codes, die gibt es nicht, weil mit dem Start des neuen Kanals dürfte klar sein, dass es auch irgendwann wieder TCGO-Livestreams geben wird. Und aber die Karten sind im guten Zustand, die sind nicht geknickt. So, wir fangen hier einfach mal ganz ungeniert an. Ich muss nochmal kurz die Maus von meinem Rechner Beiseite machen. So, ich noch mal ein bisschen näher ran. Und dann Wasserenergie. Wir haben ein Arboretos, Alola Radikal. Das ist ganz cool mit der Stadt hier im Hintergrund. Wir haben ein Lusadin, ein Pokémon, was ich jetzt nicht so mag. Ein Wingull, das gerade ein wenig seine Basis chillt. Wir haben Velursi. Wir haben Robal. Und wir haben ein Zubat. Ich gehe mal hier ein bisschen in die Mitte, ne? Und wir haben ein Mushas. Dann haben wir die Reverse. Das ist ein Trank. Und ein Maskeregen ist die Non-Holo-Rare.
Ja, Sonne und Mond Base ist ein Set, was lange rausrotiert ist und was auch viele nicht mehr so geil finden, muss ich sagen. Ich persönlich verstehe es nicht. Ich meine, klar, das Set ist alt und die meisten wollen es nicht mehr sehen, kann ich auch irgendwie verstehen. Aber da gibt es noch Karten drin, die ich haben möchte. Und solange es sowas noch gibt, Leute, werde ich eine Reihe auch weiterkaufen. So, wir haben eine Feuerenergie. Ein Tentoxa. Hierbei muss ich sagen, von Stunde der Wächter habe ich noch fast gar nichts aufgemacht. Ein Maho oder eine. Ein Alola Georock. Ein Mascholo. Wir haben ein Valmar. Velosi. Paragoninoni. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Vielleicht schaut er sich das Video auch an. Wir haben ein Iguana, ein Fleckmon mit einem echt chilligen Artwork und wir haben ein Bylord mit einem Cartoon-Outfit. So, wir haben als letztes nach den Flammen übrig. Dazu muss man sagen, also wie gesagt, in den letzten Videos bin ich ja immer eher auf Erfolg gegangen und das mache ich jetzt dieses Mal anders. Aber bleibt auf jeden Fall dran, denn wenn wir dieses Booster aufgemacht haben, wird es noch eine kleine Ankündigung geben. So, gut. Wir haben eine Feuerenergie, Schwächenschutz, Funifras, quälendes Spray, Grillmark, wir haben ein Carpador, Pampuli, Alola Radfratz, ein Sodamark, ein Fipitis und wir haben ein Toxicroak in Non-Holo. Damit ist diese erste Box auf jeden Fall ohne Hits zu Ende gegangen, was an dieser Stelle nicht schlimm ist. Ich hatte persönlich Bock, was aufzumachen, das habe ich getan und damit kommen wir zur Ankündigung. Und ja, es wird ein Giveaway geben, schon in den nächsten Wochen. Das kann ich euch auf jeden Fall verraten. Wann genau es kommt, an welchem Tag, weiß ich noch nicht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall schon, Lord Espeon ein Abo zu schenken. Sowohl auf Instagram als auch auf Twitter. Ich habe nämlich wieder sehr viel cooles Zeug angesammelt in letzter Zeit, was so aus was aus Boxen ist, was also aus irgendwelchen Zusatzpacks ist und natürlich auch wieder ein paar nice Karten, die ich auf jeden Fall für euch verlosen möchte. Und auf jeden Fall, wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne diesen Kanal abonnieren oder auch meinen Instagram-Kanal. Ja, das soll es dann auch fürs erste Opening gewesen sein. War jetzt, wie gesagt, heute nichts Spektakuläres. Aber wenn es euch freut, dass ich jetzt wieder am Start bin, dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Oder auch, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.